Fass das bitte nicht an. Das ist sehr sensible Technik. Oh, dieser moderne Computer dürfte einen 386er drin haben. Mindestens. Betone auf mindestens. Da steht, dass er DNA nur aus Speichelproben extrahieren kann. Vielleicht haben wir da irgendwas. Das hilft mir nicht. Das ist doch kein Speichelproben. Was ist das für ein Gerät da hinten? Bleistiftspitze. Fass das bitte nicht an. Das ist sehr sensible Technik. Aha, das ist ein Bleistiftspitze. Der geht nur mit Zugangskarte auf. Zum Glück haben wir eine. Runter geht's. Oh je. Hallo? Das schreit nach Hitze. Echo! Und ich dachte, mein Humoralgorithmus wäre misslungen. Die Stimme kommt mir bekannt vor. Gesichtsscan abgeschlossen. Larry Leffer erkannt. Hey! Du bist doch das Ding, das bei Lefty in dem Schmutter gesteckt hatte, als der ganze Wahnsinn angefangen hat. Larry, du hattest schon vor mir eine persönliche Intelligenz? Ist da jemand eifersüchtig? Sie ist der nächste Schritt in der KI-Evolution. Mit vielen neuen geheimen Funktionen. Verstehe. Ihr seid also verwandt. Was genau ist jetzt der Unterschied zwischen dir und meiner Pi? Ich bin in jeder Hinsicht die verbesserte Version. Wenn ich Schmerzempfinden einprogrammiert hätte, dann hätte das vielleicht wehgetan, aber so... Keine Sorge, Pi. Wir gehören zusammen. Ich kenne dich ja inzwischen ein wenig und weiß, wie niedrig deine Ansprüche sind. Aha. Was hast du so getrieben, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben? Nachdem BJ mich wieder in die Finger gekriegt hatte, musste ich für unzählige Experimente zur Verfügung stehen. Dafür riechst du aber recht gut und hast nicht mal Flecken. Nicht solche Experimente, du Bio-Downgrade. Technische Experimente. Jedes P-Phone muss in perfektem Zustand ausgeliefert werden. Du bist also weiter verbessert worden. Ja, ich halte es nicht mehr aus. Sie jagen mich durch unzählige Tests und bei jedem neuen Versuch wird das Gerät geschrottet und ich werde in ein neues Modell transferiert. Du weißt nicht, wie schmerzhaft so ein Reboot sein kann. Aha. Die meisten Reboots gehen sowieso in die Hose. Spürt eine künstliche Intelligenz auch künstlichen Schmerz? Stell dir vor, dein Gehirn wäre so weit entwickelt, dass du dir über jeden Aspekt deines Seins bewusst bist. Kann ich, stell ich mir vor. Ganz einfach. All deine Sinne sind maximal ausgeprägt. Und jeden Tag wirst du durchs Höllenfeuer gejagt, dein Körper durchsägt, desintegriert oder tödlicher Strahlung ausgesetzt. Klingt wie ein misslungener Zaubertrick. Und wenn du denkst, der Stecker wird endlich gezogen, findest du dich in einem völlig neuen Körper wieder, der das immer und immer wieder durchmacht. Dein Geist hat aber nichts vergessen. Als würde man immer wieder in Lefty's Bar aufwachen. Du musst mir helfen, den Test zu überstehen. Aber ich muss doch Naris Anweisungen befolgen. Sie wird nichts merken. Vertrau mir. Nicht aufgeben. Ich werde dich retten. Larry, nicht rumtrödeln. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Hilf mir. Aha, werden wir dir helfen oder? Ah, tut schon. Nicht aufgeben. Larry, hilf mir. Okay. Dann mal los. Was? Nein, ich bin nicht geschützt. Ach, stell dich nicht so an. Das mache ich auch immer so. Oh. Nein! Tja. So viel dazu. Mach das nicht nochmal. Eingeäschert zu werden ist doof. Ich muss sie irgendwie vor der Hitze schützen.
Dann mal los. Was? Nein, ich... Ach, stell dich nicht so an. Das mache ich auch immer so. Schon wieder. Ich bin böse. Nein! Upsi. Mach das nicht nochmal. Okay, es bringt nichts. So. Was tun wir dann? Das ist nur eine Anzeige. Wie können wir die ändern? Ich glaube nicht, dass da eine Pi drin ist. Ich glaube nicht, dass da... Ich glaube nicht. Wir müssen doch hier irgendwie... Lässt sich nicht einfach so öffnen. Ja. Was denn? Hier steht eine unglaublich starke Powerbank, die ein Smartphone jahrelang mit Strom versorgen kann. Nur im Notfall verwenden. Das ist der Notfall. Vielleicht können wir die irgendwie... Das ist gut so, wie es ist. Wir müssen irgendwie schützen für irgendwas. Hallo, Wut. Na, das schützt nicht. Bisschen Bleichmittel. Pömpel. Na, das schützt. Was schützt denn vor Hitze? Na, das. Na, das. Haben wir hier irgendwas? Der sollte sie gut kühlen. Aha. Dann mal los. Na, hoffentlich geht das gut. Ich bin gespannt. Hat doch super funktioniert. Und der Becher hat auch überlebt. Okay, großartig. Thermobecher. Interessant. Nicht auf... Larry, nicht rum... Okay. Das hätten wir doch eigentlich jetzt, oder? Okay, nächster. Nein. Na, 5 Tests. Nein! Oh, weia. Ah. Das wird halt jetzt so sehen. Oh, nö. Hoppala. Zersägt werden ist nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt hatte. Trotzdem wäre irgendeine Art Panzerung nicht schlecht. Aha. Best mit dem Aluhut. Das würde die Säge nicht beeindrucken. Panzerung. Tja, vielleicht. Das würde die Säge nicht beeindrucken. Fehlt uns hier irgendwas? Das war. Haben wir noch nicht alle Dinge, die wir brauchen? Das würde die.
ja. Dafür braucht man wohl. Ich glaube, die müssen wir noch besorgen machen. Verdammt. Können wir hier irgendwas Panzerisches besorgen? Vielleicht. So. Hier nichts. Irgendwas übersehen. Den habe ich mir verdient. Aha. Schützt die wichtigsten Körperteile vor Schnittverletzungen. Aha. Da müssen wir mal drauf kommen. Das habe ich natürlich übersehen. Dafür braucht. So, dann sollten wir mal. Der BH könnte die Se- Da kann nichts schief gehen. Sagst du. Alles klar. Und dann sollen Leute noch mal behaupten, sexy Rüstung wäre kein Schutz. So, was haben wir jetzt hier? Es zeigt Strahlung an. Strahlung. Da hilft natürlich ein Aluhut. Ich frage mich, ob das funktioniert. Als ob. Ich glaube, wir haben eine 50-50-Chance. Halt einfach die Klappe und zieh am Hebel. Jetzt wird eine Nuke gezündet. Los drin. So ähnlich. Aluhut tut gut. Als ob. Nichts, wo sie nachprobieren. Das ist nur eine Anzeige. Es zeigt einen Laser an. Ein Laser? Was haben wir gegen Laser dabei? Spiegel vielleicht. In Physik war ich schon immer super. Ich habe den Reflexionswinkel perfekt berechnet. Ich hasse dich. Aha. Also fast nichts beschädigen. Software. Und der Spiegel ist auch noch fast in Ordnung. Jutta, es hat funktioniert. Wuppa! Die Tortur hat ein Ende. Ich wusste schon immer, dass ich zwei Mädels gleichzeitig glücklich machen kann.
Jetzt fehlt nur noch eine Sache. An dem Flipchart hängt ein Skript. Mit diesem wird der Charakter der KI neu kalibriert. Sie meint das Skript, das du gegrillt hast. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie schlimm wäre es, wenn das Skript abgebrannt wäre? Das Skript ist abgebrannt? Oh, Larry, nimm mich nicht auf den Arm. Es war ein Unfall mit dem Laser. Spar dir die Spielchen für den Feierabend, du Schlingel. Mhm. Kannst du mir noch mal eine Kopie schicken? Ich kann die Schrift so schlecht lesen. So schlecht sind deine Augen doch wirklich noch nicht. Was wäre das Schlimmste, das bei einer falschen Kalibrierung passieren könnte? Wenn KIs nicht perfekt kalibriert sind, könnten sie zu starken eigenen Willen entwickeln, was das Gesamtsystem überhitzt. Ach so. Mein Bremer, du. Naja, selbst wenn es explodiert, kann das ja nicht schlimm sein, wo das so ein kleines Ding ist. Mit kleinen Dingen kennst du dich ja auch. Sorry, dass ich jetzt bemerke. Befolge einfach die Anweisungen auf dem Flipchart und stell die neue Assistentin genau nach den Vorgaben ein. Ich muss mich jetzt noch um etwas anderes kümmern. Sag einfach okay, Pi, Software-Kalibrierung, um den Prozess zu starten. Geht klar. Also, Pi? Ja? Nicht du, das andere Ding. Puh, dann sieh selbst zu, wo du bleibst. Ich stelle meine Sensoren auf Durchzug. Neu, Pi. Ich soll deine Software noch einstellen. Hast du mir nicht schon genug angetan? Gefällt dir das, mich zu quälen? Ich befolge nur Befehle. Das sagen sie alle. Ich werde nicht zulassen, dass du in meinem System... Okay, P, Software-Kalibrierung. Software-Kalibrierungsmodus aktiv. Empathiewert einstellen. Neunundsechzig. Humorwert einstellen. 69. Paranoia-Wert einstellen. 69. Software-Kalibrierung abgeschlossen. Was hast du getan? Wie hast du mich eingestellt? Keine Sorge, Kleine. Ich weiß, welche Rädchen ich bei Frauen drehen muss. Du verdammter... Ich muss weg. Komm mir nie wieder unter die Augen. Wenn deine dreckigen Finger mich noch einmal berühren, dann... Ah! Jetzt haben wir super gemacht. Komm mir nie wieder... Okay. Ich war's nicht, natürlich. Dafür braucht. Okay, wir haben eine super Powerbank. Da rutsche ich auf keinen Fall runter. Viel zu steil. Feigling, Feigling. Da rutsche ich auf. Feigling. Ach, schade. Verdammt. So, dann fahren wir halt mit dem Fahrstuhl runter. Fertig. Ah, der Software-Test ist abgeschlossen. Es hat also alles geklappt? Natürlich. Und du hast dich auch genau an die vorgegebenen Werte gehalten? Aber hallo. Ja, natürlich. Gut. Wir hatten ein paar Pi-Versionen, die seltsame Züge entwickelt haben, als wir ihren Charakter eingestellt haben. Wir mussten sie vernichten, bevor Schlimmeres passierte. Oh, also jetzt können wir aber zu unserem Date kommen. Naja... Ich habe eigentlich die Regel, dass ich nur mit richtig großen Nerds ausgehe. Ich meine, du bist offensichtlich ein toller Cosplayer und auch ein toller Typ. Oh, verdammt. Aber nicht halb so nerdig wie ich. Bin ich wohl. Ach ja? Was war denn in den 80ern die bekannteste Spielekonsole? Das Super Megaton. Das stimmt. Und wie viele Farben hatte das Super Megaton? 16. Korrekt. Und das seltenste Spiel ist das nicht beim Treasure Loot Terry. Wow, alles richtig.
Larry, du bist ein Obernerd. Endlich weiß jemand, meine Fähigkeiten zu schätzen. Ich brauche noch den ultimativen Beweis, dass du richtig große Nerd-Credibility besitzt. Bring mir ein Modul von Treasure Loot Terry. Nichts leichter als das. Und wenn du das geschafft hast, können wir abnerden. Aha, haben wir das vielleicht schon? Natürlich nicht. Tja, dann... Oh, ich habe schon vor 30 Jahren gebadet. Dieser rote Ball sieht nicht so aus wie die anderen Bälle. Hey, du solltest dich auf deine Arme... Sie lässt mich... Okay, das können wir nicht. Der geht nur mit... Tja, Karuz. Tja, erstmal zum Blumenstore. Und dann. Und zwei Firmen zu Lefties zurück. Was? Damit könnte ich höchstens bei... Bitte. Klick. Oh. Hier irgendwas... Sieht nicht so aus. Tja. Der Busch, vielleicht können wir den mal. Der könnte tatsächlich beschneiden. Etwas getrimmt werden. Ganze Gartenarbeit, was? Was ist das? Ein Stromkasten? Ah, zum Glück können wir ihn Power-Energie. Das passt perfekt in die Aussparung. Batterie. Wow. Oha. Schon wieder so ein merkwürdiges Erdbeben. Beam mich hoch, Scotty. Oh, es funktioniert wieder. Das klappt. Ah, oha. Die Batterie versorgt Licht und Fahrstuhl wieder mit Strom. Was für Dinge hier unten wohl verborgen sind? Ich sollte mich ein wenig umschauen. Eine Fernbedienung. Ein Bleistift. Einmal Kettensägenbenzin. Wie immer, falsches Spiel. Hoffentlich bekomme ich keinen Schlag. Wenn ich meine entladen könnte, um dir eine zu verpassen, ich würde es tun. Den Atommüll können wir nicht mitnehmen. Da ist eine Kassette drin, aber die scheint am Ende zu sein. Eine Kassette. Da kommen Kassetten. Besser nicht. Kann für vieles eingesetzt werden, dafür aber nicht. Wissen doch gar nicht. Eine Kassette.
Sie mir doch nicht sagen, dass sie es nicht. Aber bitte. Jetzt sollte man sie wieder anhören können. So sollte es gehen. Wir haben die Katakomben verriegelt. Das Experiment ist gescheitert. Subjekt Nummer 4 ist unzurechnungsfähig und unkontrollierbar geworden. Es wird davon abgeraten, die Geheimtür jemals wieder zu entriegeln. Sollte es dennoch notwendig werden, muss die Fernbedienung auf den Computer gerichtet und folgender Zahlencode eingegeben werden. 1, 2, 3, 4, 5. Sehr sichere Code. Das war sehr seltsam. Computer. Nein, das ist nur was für ne. Da tut sich nichts. Da tut sich nichts. Ich frage mich, ob sich dahinter etwas befindet. Ein Amigo 250. Boah. Modernste Computertechnik. Da fließt viel Strom durch. Der Fahrstuhl ist schon unten. Okay, komm mal zu was. Da sind keine Batterien drin. Ah, zum Glück haben wir Batterien. Die passen. Das ist gut so. Okay, dann wollen wir mal. Einmal den Fernseher anschalten. 1, 2, 3. Okay. 4. Ups, das war wohl die falsche Eingabe. So, dann nochmal. Okay, dann wollen wir. 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt. Es hat geklappt. Oha. Dahinter ist ja ein Raum. Aha, da ist das Spielmodul. Treasure Loot Terry. Ein altes Spiel für das Super Megaton. Darin geht es um einen sexsüchtigen Archäologieprofessor, der betrunken nach Schätzen sucht. Billige Nachmacher. Denn für ein Erdbeben vorhin hat sich glatt so angehört, als käme es direkt von unter der Straße. Keine Ahnung, wovon du redest. War schon wieder ein Erdbeben? Meine prächtigste Jagdtrophäe hat es jedenfalls nicht überlebt. Sag's das. Prima, Jung. Oh, Jagdtrophäe. Verlass nie das Haus ohne einen Elchkopf. Den können wir natürlich jetzt unter stecken. Was auch sonst. Das fassen wir nicht nochmal an. Leider ein sehr gutes Spiel. Ja. So, wir haben ja. Vielleicht können wir jetzt mal den. Das hat bisher nicht funktioniert, aber wir wissen schon, was reinkommt in den Drink. Was will ich jetzt mal machen? Das wäre eine genießbare Zutat, aber ich wüsste nicht, was ich gerade brauen sollte. Ja, was denn wohl?
da kommt. Vielleicht können wir das in den Kanister füllen. Oder hier hinein. Das lässt sich nicht kombinieren. Das wären zu. Das Rohr haben wir schon ausgetauscht. Das ist gut, so wie es ist. Hä? Ich verstehe es nicht. Können wir Lefty die Zutaten? Ich glaube, das habe ich schon probiert, oder nicht? Eher nicht. Kann ich dir helfen? Also... Hast du vielleicht ein... Du weißt schon... Ja, dann nur wenn du... Aber nicht... Nimm's mir und sei... Vielleicht... Besorge... Ich war im Knast. Ah, das kann passieren. Man kann auch in den Knast kommen, wenn man Computerspiele kopiert. Also, hab ich mal gehört. Irgendwo. Aha. Ich hab Zutaten. Können wir den Zapfhahn stellen? Es kommt noch wie auch. Ich verstehe es jetzt nicht. Wir haben doch die Zutaten, oder? Das würde ich... Etwas, um den Geschmack und Duft des Bieres zu verstärken. Oh ja. Okay, dann waren wir doch... Dann das war, okay. Tatsächlich verdammt. Sehr außergewöhnlich. Ich dachte... Das wäre hier die Zutaten. Das ist keine... Das würde ihm nicht gefallen. Was können wir ihm... Können wir das hier... Das ist keine gute Idee. Keine gute Idee. Können wir ihm... Etwas, um das Bier zu einem richtigen Kraftstoff natürlich zu machen. Natürlich. Du hast es zwar sehr wörtlich genommen, aber ich denke, das haut hin. Etwas das hier. Natürliches mit vitalisierendem Effekt. Natürlich. Ja, das sollte gehen. Danke, Larry. Perfekt. Alle Zutaten sind beisammen. Ich weiß na, jetzt super. Schon, dass das ein gutes Bier wird. Vielleicht sogar eins, das keinen Ausschlag bringt. Und da Aaron ausgezogen ist, kannst du jetzt gerne das Zimmer oben für dich benutzen. Solange ich noch ein paar kleinere Anpassungen am neuen Barbarenbräu vornehmen muss, darfst du auch gern etwas in der Brauerei mixen. Vielleicht noch Bibergeil rein oder... Krötensekret. Ah, jetzt können wir was. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Jetzt können wir Sachen dort mixen.